Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu der heutigen Sendung im Format Naturmedizin. Ich bin sehr erfreut, dass auch ich heute einmal eine Sendung machen darf mit dem Herr Dr. Med. Rüdiger Dahlke. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen, Rüdiger. Willkommen, Raffaella. Freue mich auch. Heute werden wir ein bisschen über das Thema Abnehmen sprechen. Das ist ja immer wieder so ein bisschen ein Thema und vor allem jetzt im Frühling, wo doch bald wieder Sommer ist, haben viele das Gefühl, ja, den perfekten Sommerbody ist ja wieder das Thema. Und ich will allgemein einfach mal ein bisschen über das Thema Abnehmen sprechen. Gut. Ja, es ist ein großes Thema geworden, weil wir einfach so einen Überfluss haben an Nahrung und mit dem können wir nicht umgehen. Das haben wir nicht gelernt in unserer Evolutionsgeschichte sozusagen. Wir hatten eigentlich immer knapp und ja, den Luxus der Überfülle, da können viele einfach nicht mit umgehen. Jetzt besonders durch die Pandemie, da sprach man ja direkt vom Corona-Bäuchlein und so, da haben viele dieses Thema Ausgangssperre missverstanden und sind dann wirklich auf dem Sofa liegen geblieben. Und klar, wenn du dich überhaupt nicht mehr bewegst, nimmst du natürlich zu. Aber es ist ja überhaupt ein großes Thema. Also mich begleitet das jetzt die ganzen guten 40 Arztjahre, die ich schon 42, glaube ich, inzwischen hinter mir habe. Und ich habe auch von Anfang an, weil ich ja viel faste selbst und Fastende betreue, da immer mit zu tun gehabt, weil viele geglaubt haben, sie können mit dem Fasten sinnvoll abnehmen. Das kann man kurzfristig, aber es ist eine funktionale Maßnahme. Mhm. Das ist genau wie... Ich bin ja natürlich auch der Autor von Peace Food und rate das auch. Und dann nimmt man auch ab zu seinem Gewicht hin. Aber es ist auch eine funktionale Maßnahme, wenn man es nur wegen Gewicht macht. Man müsste immer schauen, was ist hinter dem Übergewicht? Was ist die seelische Grundlage? Ne? So am deutlichsten hört man das beim Kummerspeck. Ja, also ist ja offenbar der Kummer dahinter, dass man Speck bekommen hat. Also so müsste man immer dahinter schauen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht das Wichtige. Ich habe das auch mal aus diesen ganzen 40 Jahren zusammengefasst in einem Buch, was ich nicht zufällig mein Individualgewicht genannt habe. Es gibt nicht das Idealgewicht für alle, das man nach einer Formel berechnen kann. Also mein Individualgewicht ist heute zum Beispiel deutlich geringer, als es mit 16, 17 war, weil ich da so viel Muskeln auftrainiert hatte. Da habe ich ja dauernd trainiert. Mhm. Muskeln sind schwer. So. Also wenn ich die dann verliere, weil ich nicht mehr trainiere, dann muss ich halt auch die Ernährung runter. Und dass ich ein niedrigeres Gewicht habe, das ist jetzt das Individualgewicht, mit dem ich mich wirklich wohlfühle. Mhm. Das liegt aber deutlich unter dem Normalgewicht und auch noch ein bisschen unter dem Idealgewicht. Und das könnte uns zeigen, dass zum Beispiel jetzt ein Land wie Deutschland, Schweiz, so einen Ausdruck hat wie Normalgewicht. Und dann noch Idealgewicht. Ja. Das sagt ja schon, dass eigentlich das Ideale bei uns nicht normal ist und das Normale nicht ideal. Ja, ich meine auch, wenn man vom Idealgewicht redet, dann schaut man meistens auch auf irgendwelchen Heften die Covers von Models an. Und das ist ja auch wichtig zu sagen, dass das ja eigentlich nicht richtig normal ist, wie die da drauf aussehen. Und dass ein normaler Mensch ja nicht unbedingt so aussehen sollte. Ja, naja. Also das ist halt einfach dieses Zeitgeist-Ideal. Meistens sind die Beine noch verlängert und fotogeshoppt. Da was dazu, da was weg und so weiter. Und das ist ja auch zeitlich abhängig. Ne? Also ich kann mich an Jahrzehnte erinnern, wo Frauen im deutschsprachigen Bereich an ihrem angeblich zu großen Po gelitten haben. Und immer wollten, dass sie da abnehmen. Ich habe immer auf J.Lo, Jennifer Lopez, verwiesen und habe gesagt, mein Gott, die Frau hat da viel mehr Po wie sie. Und die hat jede Backe für 1 Million versichert. Die bewegt sich dramatisch damit. Also ist doch ein Geschenk. Mhm. So, aber die meisten haben sich trotzdem schlecht gefühlt, obwohl sie nicht mal so viel Po hatten wie J.Lo. Mhm. Aber heute gibt's dann diese Influencerin da, Kasachian oder so ähnlich, die das auch noch, also die hat noch operativ was dazu packen lassen, offensichtlich. Also, naja, jetzt ändert sich das gerade so ein bisschen. Der Zeitgeist bestimmt so das Ideal. Ja, wenn du denkst, Twiggy, das ist so ein Model, kann ich mich noch gut erinnern, die war todkrank, die hatte schwerste Magersucht, hat das später auch eingestanden, aber das war eben das Model, die Muse von Karl Lagerfeld. Mhm. Und der fand halt dieses zaundürre Ideal, so eine männliche Figur. Ja, der war ja nun auch homosexuell und stand natürlich auf das Männliche. Das ist ihm ja auch zugestanden als Homosexuellen. Aber jetzt natürlich als Ideal für Frauen,
ist da was ganz Eigenartiges entstanden. Ja. So eine, ja, also Biafra-Figur hat mal jemand gesagt. Also das ist so dürr. Ich habe auch immer so das Gefühl, wenn man das sieht, die Models auf dem Laufsteg, da möchte man doch irgendwie ein Sandwich hochwerfen. Ja, oder ein Snickers. Ja, aber abgesehen von dem jetzt mal, sagt man, wenn man jetzt wirklich mal an Übergewicht leidet, man hat ein bisschen mehr und man will jetzt Sport machen, um abzunehmen. Wie nimmt man dann richtig ab? Denn zum Beispiel jetzt als Übergewichtiger joggen zu gehen, ist ja vielleicht wirklich nicht die beste Idee. Das ist vielleicht ja nicht so gesund für die Knie. Das ist gar keine gute Idee, ehrlich gesagt. Übergewicht kriegt man mit Körperaktivität laut Studie praktisch nicht weg. Das siehst du auch überall, wenn du ins Aerobic-Studio gehst. Erstens sind sie alle im anaeroben Bereich, was bei Aerobic ja idiotisch ist, weil die Musik viel zu rockig ist, zu schnell. Und die Übergewichtigen kämpfen sich da einen ab. Das funktioniert nicht. Da gibt es viele Studien, die das belegen. Wenn du nicht auf der seelischen Ebene weiter oben in der Pyramide ansetzen willst, sondern da unten auf der Ebene des Verhaltens, bei den Säulen der Gesundheit, wie Hippokrates das genannt hat, dann ist die Bewegung alleine nicht geeignet. Die Ernährung viel besser. Allerdings, wenn du jetzt sowas machst wie Peace Food, pflanzlich vollwertige Kost, da nimmst du schon ab, aber nur so lange, wie du das auch wirklich durchhältst. Weil es eine funktionale Maßnahme ist. Der Gewichtsregler, den wir haben, genau wie ein Temperaturregler, haben wir ja auch. Der Gewichtsregler, solange der verstellt ist, wird, wenn du das funktionale, den Essensplan änderst, sofort wieder hochgehen. Also du müsstest was an dem seelischen Hintergrund ändern. Beim Kummerspeck den Kummer lösen. Beim Belohnungsessen für eine andere Belohnung sorgen. Beim dicken Fell der Schutzschicht vielleicht rhetorisch schlagfertiger werden oder so. Ja, du musst die Ursache beheben. Wenn du das auf diesen Ebenen der Säulen der Gesundheit machst, wo so viele sich abquälen, also gerade Mädels deines Alters, ne, da kenne ich das so nachgerade her. Also das ist mit Bewegung hoffnungslos. Ja. Mit Ernährung geht es, solange du die durchführst. Die Bewegung wird dann wieder sinnvoll, wenn du sie zusätzlich zur Ernährung machst. Ja, dann unterstützt die das wieder. Aber auch nur, wenn du dich nicht zwingen musst. Ja, du kannst dir das jetzt schwer vorstellen, aber stell dir mal vor, du hast 20 Kilo Übergewicht. Da ist jeder Sport nervig. Ja, nicht nur das Joggen auf dem Beton. Ja, das geht gar nicht. Aber auf dem Sand oder auf dem Waldboden ist es zu anstrengend für so jemand. Ja, also da muss man natürlich schon auch schauen, die Motivation, die man hat, dann um zu seinem Individualgewicht zu kommen, dass man die nicht so aufsplittert. Also in dem Buch Mein Individualgewicht habe ich geraten, wirklich nur Bewegung dazu zu machen, wenn man richtig Lust auf diese Bewegung hat. Also, dass die Psyche beeinflusst das Abnehmen dann auch? Oder ist das einfach so, gehört das dazu? Die Psyche beeinflusst natürlich praktisch fast alles. Ah, okay, Ja? ja, Also das macht siehst du Sinn. auch daran. Stell dir mal vor, du hast dir jetzt vorgenommen, ich laufe jeden Tag 5 Kilometer und ich esse nur noch pflanzlich vollwertig, Peace Food. Und dann hast du irgendwie Zoff mit deinem Freund und irgendwie ist furchtbar alles. Und dann gehst du nicht joggen und dann hältst du dich auch nicht an deine Ernährung, sondern isst eine Tafel Milchschokolade und gehst ins Bett und heulst. So. Das ist doch die Psyche, die das ausmacht. Ja, weil am Joggen ist ja nichts verkehrt geworden und an der guten Ernährung auch nicht. Das haben so viele erlebt. Die Psyche ist wirklich viel, viel wichtiger, als wir das bei uns wahrnehmen. Ja. Ihr bei QS24 seid da insgesamt eine Ausnahme. Ja? Das ist, glaube ich, auch das, was uns so über die Jahre verbindet. Dass man auch ausgiebig über Psyche reden kann. Ja, dass da auch jemand wie der Professor Schubert so ein Forum kriegt, das ist ja so ein ausgewiesener, aus der Schulmedizin kommender Psychosomatiker. Das ist ganz wunderbar, aber es ist eine Ausnahme. Ansonsten wird die Psyche eigentlich komplett missachtet. Und auch bei diesem Thema. Und deswegen ist das Thema auch so nervig für junge Menschen. Und die Journalisten, die dann die eine Diät nach der anderen machen, ja, also Brigitte-Diät, Hollywood-Diät und so weiter, die wissen das auch. Mir hat mal sogar eine Redakteurin gesagt, ich verstehe schon, was sie meinen. Wir haben ja auch diesen Spruch, Diät geht immer und funktioniert nie. Das stimmt. Die geht immer, die
Zeitungen verkaufen sich wieder wie warme Semmeln mit der neuen Diät, weil die alte nicht funktioniert hat. Die funktionalen Sachen, die bleiben immer an diese Funktion gebunden. Ja, also egal, welche Diät du machst, du kannst mit fast jeder Diät, kannst du schon irgendein Idealgewicht für dich, was du so als ideal findest, erreichen. Nur du kannst es nicht halten. Mhm. Das heißt, es ist nicht nachhaltig. Es gibt wenige, die sowas halten können. Also, ja, das ganz selten ist es mal. Marlene Dietrich, die hat ein Leben lang Diät gehalten. Und hat es auch gesagt. Ja, die Journalist hat sie mal gefragt, warum sie in Filmen immer so strahlend ausschaut. So der Blaue Engel und solche Filme, ne? Lili Marleen. Und warum sie in Wirklichkeit oft so grantig ist. Und da ist eine Berlinerin, hat sie gesagt, ich habe seit Jahrzehnten nichts zu fressen gekriegt, da würdest du auch grantig sein. Das kann man, glaube ich, auch für Schweizer nicht übersetzen. Also Marlene Dietrich, die hat wirklich konsequent eingehalten, ihre Diät. Uiui. Ui. Die war auch doppelter Steinbock, wem das was sagt. Also das können halt nicht viele. Mhm. Aber was empfehlen Sie jetzt eigentlich für die verschiedenen Altersgruppen zu machen, um eben Gewicht zu verlieren? Also ist es immer die gleiche Art eben von Ernährung, die man eben umstellen sollte? Oder gibt es da dann Unterschiede? Ich meine jetzt zwischen einem zum Beispiel übergewichtigen Jugendlichen oder einem älteren Menschen. Also das seelische Thema dahinter ist oft noch ähnlich oder sogar das Gleiche. Wobei ich würde natürlich als junger Mensch schauen, dass ich gleich gar nicht auf so eine falsche Spur komme. Na, ich würde raten, so früh wie möglich im Leben auf eine gesunde Ernährung einzusteigen. Und das ist für mich eindeutig und mit vielen, vielen Studien belegt, pflanzlich, vollwertig, diese Peace Food Kost. Ich würde von Anfang an euch Jungen raten, für gutes Wasser zu sorgen. Ja, also was bei euch ja natürlich gewährleistet ist, aber das ist in den wenigsten Haushalten gewährleistet. Die trinken den Mist, der da aus der Stadt, von Stadtwerken kommt. Das ist nicht immer Mist, aber ganz häufig. Mhm. Also das ändert sich auch zum Negativen ständig. Also einfach so ein paar Dinge Weichen richtig stellen. Und es ist natürlich gut, auch in Bewegung zu bleiben. Geistig, seelisch, körperlich. Nicht immer die Rolltreppe nehmen, nicht den Lift nehmen. Du kannst es doch auch laufen und gehen. Also ich habe mir jetzt hier eine Wendeltreppe bauen lassen, die geht aufs Dach sozusagen, weil dann sehe ich so das Meer, ohne dass da was im Wege ist. So, und die düse ich halt ein paar Mal hoch und runter am Tag, habe ich mir erst überlegt, da habe ich ja keine Toilette da oben, na, brauche ich ja auch nicht. Da muss ich halt 10-mal rauf und runter. Mhm. Sowas ist schon ganz gut, weil du dann nicht gleich danach dich wieder mit Essen belohnst und so. Ne? Also ich muss zum Trinken runter, ich muss dann zum Wasser runter und so weiter. Gar nicht verkehrt. Ja, solche Dinge ändern im Leben, dass du in Bewegung bleibst. Das ist hilfreich. Also, und dass du dich gut ernährst. Wieder geistig, seelisch, körperlich. Ja, wenn du halt lauter Schrott liest, ja, kommt auch so eine Schrottsituation zusammen. Das ist schon so im Hirn. Und von oben runter müssen wir die Treppe kehren. Ne? Wenn du dein Hirn mit Schrott zumachst, dann wird es auf die Seele sich auswirken. Und dann wird die Seele wieder das Verhalten bestimmen und dann kommt es zu solchen Süßigkeiten, Orgien und wirklich unguten Dingen, die natürlich dann zur Last werden. Ja, ja. Wenn ich jetzt so auf YouTube irgendein Video schaue, dann kommt oft einfach der Satz, viel Wasser trinken und viel Proteine zu sich nehmen. Was meinen Sie dazu? Ist das sozusagen eher weniger, oder? Naja, das kommt drauf an. Wenn du jetzt... Das wäre eine ketogene Ernährung. Ja, viel Protein und Fett. Das führt tatsächlich zum Abnehmen. Ich habe auch mal so ein Buch geschrieben, Peace Food, die Keto-Kur. Das habe ich eigentlich geschrieben für Krebspatienten, für Typ 1, 2, 3 Diabetespatienten und für die mit neurodegenerativen Krankheiten wie MS und Parkinson und so. Alzheimer. Aber du kannst damit auch relativ gut abnehmen. Das ist schon so. Das würde ich jetzt nicht wegen Abnehmen. Ein Krebspatient muss das nach dem Fasten dauerhaft machen, damit eben die Zellen kaum noch Glukose kriegen, weil das mögen die Krebszellen so. Aber wenn du jetzt nur als junger Mensch abnehmen willst, kannst du mal so eine Phase machen, mal 1-2 Monate ketogen leben, dabei natürlich auch abnehmen. Und zusätzlich würde ich dir immer raten, also dann besorg dir sowas wie mein Individualgewicht, da hast du auf hunderten von Seiten die verschiedenen Muster abgebildet. Ja, wir sind ja auch haben ja auch eine verschiedene Konstitution. Also es gibt Menschen,
die einfach sehr schnell zum Zunehmen neigen, mhm, und andere, die einfach Leptosome-Konstitution haben, die können da reinstopfen, was sie wollen. Das landet nicht auf ihren Hüften. Das ist gemein, ja. Ja, das sagen alle, die jetzt zu diesem pyknischen Ideal gehören. Es ist gemein, aber es hat einfach schon mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun. Mhm. Die Pykniker, ich gehöre auch dazu. Ne? Ich würde es zunehmen, wenn ich so esse wie die Menschen um mich herum. Ganz sicher, und zwar deutlich. Aber das will ich jetzt gar nicht. Und habe auch keine seelischen Gründe dafür und esse seit 50 Jahren kein Fleisch mehr, mindestens. Und stattdessen pflanze ich vollwertig Peace Food, was mir gut schmeckt. Also es kommt immer darauf an, wie kommst du rein in dieses neue Feld? Kannst du dich da gut drin etablieren? Wenn du jetzt so ein Buch wie Peace Food Keto Kur nimmst, da findest du ja doch auch wohlschmeckende Rezepte im ketogenen Bereich. Ja. Ja, wenn du jetzt einfach nur versuchst, Protein zu essen, vielleicht noch als Pulver, viel Wasser ist auf jeden Fall gut. Aber das hat alles so Grenzen. Also ich bin manchmal auch erschüttert, wenn ich irgendwo solche Dinge gepostet kriege, was da steht alles im Netz. Ich bin ja kein Googler und so weiter und gar nicht viel unterwegs. Würde ich euch auch raten. Ja. Viel mehr geistige Bewegung, als da rumzusurfen. Surft in den Wellen, surft Windsurfen, aber doch nicht dauernd da im Internet. Also wenn so eine Qualität hat es nicht, was ich dann immer dazu Ohren gebracht kriege. Und wenn ich darum surfe, was ich einfach so, um es mal kennenzulernen, gemacht habe, muss ich sagen, ich bin schon geografisch komplett verblödet durch das GPS im Auto. Ich möchte nicht komplett verblöden durch Googlen. Ja. Und das passiert nämlich, weißt du, wenn du dir nichts mehr merkst, mhm, weil das alles in Google drin ist, dann wirst du geistig unbeweglich. Ja. Ja, also ist ja auch im Gespräch idiotisch. Ich muss es schnell googeln. Mit so jemandem will ich doch nicht reden, der fünfmal in einer Stunde googeln muss. Also ist doch das ideale Hirntraining, wenn du dir die Dinge wieder merkst, so wie man es früher tun musste. Und vor allem kannst du es dann auch kombinieren und kriegst so eine geistige Beweglichkeit. Und die ist noch wichtiger als die physische. Ja. Aber beides nicht schlecht. Ich meine, ist jetzt wirklich ein ziemlich gutes Argument eben das Gehirntraining, weil eigentlich ist es halt schon so, dass Google sozusagen wie ein guter Assistent ist. Und wieso sollte man in der Schule noch etwas lernen, wenn man es ja eh im Internet nachgucken kann und alles. Aber ist eigentlich ein ziemlich gutes Argument. Ich muss dir auch sagen, ich diskutiere gern mit Menschen, die auch nicht googeln, die sind meistens so alt wie ich. Das macht schon viel mehr Spaß, die selbst denken und vor allen Dingen das dann auch noch verbinden. Mhm. Ja, also die mindestens mal ohne Google aufgewachsen sind. Ich habe einen Vortrag gehört von Joachim Marz, das ist ja ein Hochgenuss. Dem Gerald Hüther zuzuhören ist immer ein Genuss, selbst wenn ich mit dem auf der Bühne stehe, genieße ich das. Ja, also der Gedanke, gar keine Handschrift mehr zu können, der Gedanke, gar nicht mehr kombinieren, weil Google alles weiß, aber nicht gut kombinieren kann, ja, ist dann schon eine sehr flache Ebene, ja, der Auseinandersetzung für mein Gefühl. Da würde ich mich hüten davor. Mhm. Ja, und wenn ich gefragt werde, Hirntraining, Alzheimer-Verhinderung, klar, auch da ist ja eine neurodegenerative Krankheit, brauchst du eine gute Ernährung. Aber vor allen Dingen musst du die seelischen Themen wieder im Auge haben, das innere Kind mit auf deinen Lebensweg nehmen, das würde ich euch Jungen auch raten. Ja, nicht kindisch werden, aber das Kindliche behalten. Mhm. Und die staunenden Augen vor den Wunder dieser Welt. Das wäre sehr hilfreich. Und vor allen Dingen nicht googeln. Das beste Hirntraining ist einfach nicht googeln. Oder nur ganz, ganz selten. Weißt ja, du, manche Sachen weiß ich auch nicht. Also sehr häufig und gern zitiere ich den Mihaly Csikszentmihalyi. Das ist so ein Glücksforscher, Professor aus Ungarn, jetzt in Chicago. Und wie man den schreibt, ungarisch, das ist ja schon eine Wissenschaft für sich. Aber da gibst du dann einfach in die Autokorrekturfunktion von deinem Schreibsystem rein. Bei mir M-I-H und dann schreibt der Computer Professor Mihaly Csikszentmihalyi und der Computer schreibt das exakt richtig. Ich meine ja nicht, ja, diese Ebene nicht benutzen. Bin ja froh, grob gesagt, um QS24. Und wir haben natürlich sehr weitgehend im Internet angefangen zusammen. Und das ist auch gut für uns, keine Frage. Aber nicht dein Denken an Google abgeben. Mhm. Ganz wichtig. Ja, gut. Ich finde es noch toll, dass wir das jetzt kurz erwähnt haben. Das ist halt auch eine wichtige Information. Aber jetzt zurück noch zum Abnehmen. Ich habe da noch eine andere Frage. Und zwar,
manchmal ist es so, dass ich auch wie selbst das Gefühl habe, dass ich nur an gewissen Orten zunehme. Und wieso ist das eigentlich so? Also gewisse Menschen zum Beispiel nur an den Oberschenkeln oder ich sehe auch oft bei Männern, dass sie nur am Bauch zunehmen. Ja, das ist so. Das ist, da wird das Leben rund auf der falschen Ebene. Ja, wenn du so die Krankheitsbilderdeutung anschaffst, so Krankheit als Symbol, wir sollen ja wachsen, aber nicht in Form von Tumoren auf der Körperebene. Mhm. Das Leben soll ja rund werden. Wir sollen ja in unserem Entwicklungskreis auf allen Bühnen tanzen können. Aber es soll halt nicht physisch rund werden. Und dieser runde Bauch ist so ein Ausdruck davon. Das Leben nicht rund kriegen und dann dort expandieren. Und bei Frauen gibt es dann häufig eben nicht nur Oberschenkel, Po, Oberschenkel, die untere Gürtellinie, das, was man so Reithosenphänomen nennt. Naja, dann wollen Frauen natürlich nur dort abnehmen und nicht oberhalb der Gürtellinie. Und da muss ich immer sagen, also Fasten kommt für sie nicht in Frage, weil da nehmen sie oben ab und nicht unten. Weil der Körper will ihnen ja. Der ist ja eine Bühne für die Stücke, die woanders nicht gegeben werden. Der will ihnen ja zeigen, dass sie sich, dass sie mehr Gewicht auf diesen unteren weiblichen Pol geben sollen. Mhm. Ja, das soll was Schwerwiegenderes in ihrem Leben werden. Ja, und ein großer Po hat natürlich auch was mit Durchsetzung zu tun. Ja, also J-Lo setzt sich auch mit ihrem Po durch, wenn die tanzt oder so. Ja, also darf ich bitten, so ein Tanz, selbst Richard Gere war da beeindruckt, der ja altersmäßig ihr Großvater hätte sein können. Mhm. So, das ist natürlich ein Thema immer dahinter. Doppelkinn, den Hals nicht voll genug kriegen. Ja, oder einen dicken Hals haben oder so etwas. Und du kannst es natürlich überall entsprechend deuten. Mhm. Ja, wenn du jetzt so sehr große Brüste hast, geht es halt um dieses Thema Nähren. Aber eigentlich auf einer anderen Ebene wäre sinnvoll. Früher, die Ideale des Weiblichen waren ja so die Venus von Willendorf. Ne? Sehr große Brüste, sehr großer schwangerer Bauch, sehr starke Schenkel, so die weibliche Macht, sehr großes Gesäß. Also das war früher das Ideal der großen Göttin. Mhm. Und heute wäre es schon geschickter, man ist wirklich, also Frau ist wirklich schwanger als Frau. Ein Mann kann auch schwanger sein, mit guten Ideen. Ich gehe, bevor ich ein Buch schreibe, immer mit der Idee erstmal schwanger. Nicht unbedingt 10 Monate, aber eine gewisse Zeit. Mhm. Und ansonsten sollte man das dann aber auch gebären, dieses Kind. Und nicht ewig körperlich auf Schwangerschaft machen. Diese Männer mit dem großen runden Bauch, von denen du sprichst, die gehen natürlich auch wie Schwangere. Mhm. Durchs Leben, aber kommt nichts raus dabei. Ja. Außer natürlich ziemliche Risikofaktoren. Ja. Gibt es jetzt eigentlich die Möglichkeit, an spezifischen Stellen trotzdem abzunehmen? Oder muss man allgemein einfach abnehmen, überall, bis dann an diesen Stelle dann auch sozusagen abgenommen wird? Hast du erst überall anders, bevor es dann dort auch anfängt, wo es halt am meisten ist? Ja, es geht natürlich schon, wenn es akzeptiert wird, angenommen wird und da was geändert wird dran. Wenn du jetzt, sag mal, du findest, du hast einen zu großen, also nicht, meine ich nicht persönlich, aber nicht Raffaella, sondern alle möglichen Menschen. Ich habe einen zu großen Po. Okay. Also ich war mal sehr froh um meinen Po, da konntest du hinten ein Bierglas abstellen. Den habe ich auch stark trainiert. Also wenn du Abfahrtslauf oder sowas machst, musst du auch schon ordentliche Po-Muskeln haben, Gluteus Maximus, unser größter Muskel, da spricht nichts dagegen. Ich glaube, J-Lo hat auch nichts gegen ihre Hinterbacken. So, das ist eine Einstellungssache. Mhm. Und wenn du jetzt aber das trotzdem reduzieren willst, dann wäre es gut, du würdest die Durchsetzungsfähigkeit auf anderen Ebenen entwickeln. Ja? Mhm. Und die weibliche Macht auf anderen Ebenen als jetzt auf Schenkelebene. Mhm. Weil da kannst du schon sehen, wenn du jetzt anfängst zu trainieren und rennst wie verrückt, dann stärkst du ja wieder die Muskeln der Oberschenkel und die Po-Muskeln. Mhm. Das ist ja das, was du dann gar nicht willst. Also diesbezüglich, die seelische Ebene ist schon immer die zielführende. Die ist nur in unserer Gesellschaft so unterrepräsentiert. Ja, und spielt dann so gar nicht mit ins Leben hinein, kommt mir oft vor. Auch besonders bei Jungen, wo es dann schon um Markenklamotten und solches Zeug geht, wo ich mal sage, das wird ja alles immer schlimmer. Also wenn mir die Skifirma die Skier nicht bezahlt hat, habe ich das zugeklebt, weil ich nicht Reklame machen wollte für die gratis. So war unsere Haltung. Ja, ich hätte doch niemals, habe ich mal in der U-Bahn erlebt, da haben sich die Hose nicht ausgezogen, aber aufgemacht und ihre Unterhosenmodelle
Da Kevin Klein oder was war da ganz groß im Ding? Es ist ja schon absurd, wenn du dich über die Marke deiner Unterhose definierst. Geht's noch? Oder irgendeine spezielle Lederjacke oder irgend sowas. Das ist für egokranke Leute, die brauchen eine Rolex-Uhr, weil sie nichts in der Birne haben, ehrlich gesagt. Ja? Wer ein bisschen Mitgefühl, Empathie hat, wird sie keine Rolex-Uhr tragen, weil das Geld kann er leicht spenden. Oder du trägst halt eine Uhr, von der du wirklich was hast hier. Ich habe so eine, das sind zwei MP3-Spieler drin und sie strahlt nichts aus. Ja, da lerne ich Sprachen und so weiter. Das, ja, und das darf dann auch mal was kosten. Aber nicht annähernd so viel wie eine Rolex, die so gar nichts bringt, außer ein Image darstellen, was nur zeigt, dass du keins hast, kein gesundes Selbstbild hast, dass du mit sowas irgendwie angeben musst. Da gibt es ja auch diesen entsprechenden Spruch, wir kaufen uns mit Geld, was wir gar nicht haben, sondern leihen Dinge, die wir gar nicht brauchen, aber mit denen wir Leute, die wir gar nicht mögen, beeindrucken wollen. Das ist krank. Ja, aber ist halt momentan, habe ich das Gefühl, wie ein bisschen der Trend. Es ist so ein Trend, ja. Also ich denke, zum Beispiel diese Fridays for Future, das gibt auch einen Gegentrend. Ja, da geht es sicher nicht darum, dass du die richtigen Unterhosen hast, sondern dass du einfach ein Ökobewusstsein entwickelst für eine gesunde Erde. Also, Rüdiger, das war es eigentlich schon. Ich danke dir vielmals. Bitte Und gerne. ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich danke euch vielmals. Ich finde es sehr toll, was Herr Dahlke heute noch alles zu sagen hatte. Und auch wenn Sie jetzt wirklich daran denken, abzunehmen, bitte behalten Sie aber auch noch im Hinterkopf, dass Sie eigentlich auch so schön sind, wie Sie sind und sich auch selbst akzeptieren können. Und in diesem Wort danke ich Ihnen vielmals und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.